So, hallihallo und herzlich willkommen. Guten Abend im Livestream. Ja, heute wieder mit WoW am Start. Dieses Mal habe ich auch Spielsound dabei. Da möchte ich mich auch nochmals entschuldigen, dass ich beim letzten Mal keinen Spielsound hatte. So, ich muss aber... so, kurz was im Hintergrund ausgemacht. So, da war gerade ein Download angesprungen. So, ja, wie gesagt, so, hallihallo und herzlich willkommen. Und jetzt geht es wieder los. Ich hoffe, der Spielsound ist jetzt auch da. Normalerweise sollte er auf jeden Fall da sein. Ich habe das eben nochmal ausgetestet. So, wenn nicht, bitte kurz Info geben, aber eigentlich sollte es funktionieren. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Was wir denn jetzt hier noch machen? Ja, ich habe offscreen, glaube ich, ein paar Sachen ins Auktionshaus gestellt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das im Stream gemacht habe oder nicht. Was aber definitiv der Fall ist, dass ich mir ein bisschen Erz gekauft habe, Kupfererz. Auch für 20, 30 Silber das Stück. War eigentlich relativ günstig. Ganz einfach, damit ich mal mit Bergbau hier, wo ist Bergbau? 24 von 75, damit ich mal schön Bergbau skillen kann. So, das will ich eigentlich grundsätzlich damit bezwecken. Und, ja. Das ist eigentlich so der Haupthintergrund. So, okay. Jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Dann gehen wir mal hier gerade hier hin. Machen wir 31 Kupfer gerade mal verhüten. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt ist es schon auf Gelb gesprungen, leider. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja so ein bisschen was hoch. Wäre natürlich gut. So. So, müsste eigentlich alles passen. Wunderbar. Okay, okay. Ja, dann werde ich jetzt gleich definitiv noch etwas tun. Ich werde gucken, dass ich noch zum Reagenzienhändler komme, mir ein Ahorn-Samenkörner besorge, damit ich auch Battle retzen kann. Und wir kriegen immer noch Skillpunkte, das ist sehr gut. Vielleicht kaufen wir noch ein bisschen nach. Kommt auf den Preis an. An die Post werde ich gleich nochmal gehen, da habe ich bestimmt noch ein bisschen was, vielleicht so, was ich an Geld wieder kriege. Und ich glaube, da war noch irgendwas, was ich machen wollte. Stimmt, ich wollte mir noch ein bisschen zu trinken kaufen. Und ich hatte, glaube ich, ich wollte den Waffenmeister da hinten mal besuchen. So. So, erstmal so ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt. So, ich habe das Layout ein bisschen verändert. Ganz einfach, damit es nicht allzu viele Huts verdeckt. Also vom Spielfenster, zum Beispiel oben da die Gegner an, oder also Target-Anzeige ist halt jetzt besser zu sehen. Okay, also wir kriegen, wie wir sehen, kaum noch Skillpunkte. Das heißt, den Rest werden wir so sammeln müssen. So über Erze, die wir halt finden. So die Barren werde ich jetzt gerade mal in die Bank stellen. Die werde ich dann noch ein anderes Mal in Ruhe dann ins Auktionshaus reinstellen. So. Guten Tag. So, einmal bitte abgeben. Wunderbar. Schön. Okay, okay. Da ist der Waffenmeister. Dann gehen wir jetzt gerade mal zu dem guten Freund. Hallo, Herr Waffenmeister. Seid gegrüßt. So, hier kann ich nämlich zwei an Streit kommen lernen. Das machen wir jetzt auch. Falls wir dann doch mal eine Zweihand-Streitkolbenwaffe bekommen. Aktuell haben wir ja noch den schönen Stab aus dem, vom letzten Mal aus HDW, beziehungsweise von der Quest, Mondsichelstab. Und jetzt wollte ich noch gucken. Reagenzien wollte ich noch holen. An der Post wollte ich gehen, an die Post wollte ich gehen, um was zu trinken. Ich glaube, hier an der Gast, bei dem Gastwirt kriege ich noch was zum Trinken. Seid gegrüßt. So, Melonensaft.
Kann auch bald mehr Mohnbeerensaft, selbst erst mit Level 35. Holen wir mal ein bisschen Melonensaft. 1, 2. Machen wir mal 20 Stück. Die sollten erstmal lecker lang. Die Milch können wir noch zu Ende trinken und dann nehmen wir den Melonen, das Melonensaftchen. Ich stream gar nicht auf Twitch. Doch, normal schon. Ist normal schon auf Twitch drauf. Hä, hey, bei mir steht offline. Hä, hey, der hat keine Verbindung. Warum hat denn der keine Verbindung? Der hat bei mir keine Verbindung zu Twitch, ich verstehe das nicht. Naja, bei mir steht offline. Kann ich jetzt nicht sagen, woran das liegt. Und ist da irgendwas verbuggt? Ja, jetzt macht das. Ja, keine Ahnung, warum der da so rumspinnt. Kann ich nicht sagen. Ja, okay, jetzt ist auf jeden Fall auch bei Twitch. Und ich sehe auch viele Zuschauer. Hallo an die neuen Hinzugekommenen. Ja, willkommen beim Livestream heute Abend. Hat gerade angefangen. Und danke für die Info gerade. Na, wie gesagt, normal hätte das anspringen müssen, aber irgendwie hat's, hat er irgendwie rumgespinnt. So, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Was zu trinken haben wir jetzt? Wir haben ein bisschen Bergbau jetzt geskillt. Wir haben, warte mal, habe ich, stimmt, zwei Handstreitkolben können wir jetzt benutzen. Jetzt fliege ich mal gerade nach Orkrima. Ich weiß nämlich gar nicht, wo der Regenzienhändler ist. Ich habe den nämlich offscreen fast eine halbe Stunde lang gesucht und habe ihn nicht gefunden. Deswegen fliege ich jetzt einfach nach Orkrima, weil da weiß ich nämlich, wo der ist. Und, ja. Met oder Zwiebelmet? Zwiebelmet. Mit einer ordentlichen Portion Pfeffer. Sehr gut. Und guten Abend, Valentino Karatanasis. Okay, jetzt hab ich's. So. Ich hoffe, der Stream laggt nicht. Und ich hoffe natürlich, dass, wie gesagt, auch alles flüssig läuft. Also, das haben wir dann sehr lieb. Mett oder Zwiebelmett? So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo wir hingehen. Weiß jetzt gar nicht. Beim Rajenbaum im Herzen des Echentals. Gute Frage. Wir haben jetzt, wie gesagt, mehrere Gebiete, die wir nutzen können gleich. Ich will jetzt einfach mal schauen. Wenn es jetzt gleich in Crossroads, dann geht es hier nach Durota. Und dann nach Orkrima. Und dort werde ich dann vielleicht werde ich ein paar Quests in Echental machen, ein paar Quests im Steinkreingebirge. Ein paar Quests im südlichen Brachland. Dann mache ich alles so ein bisschen. Mal schauen, vielleicht holen wir ein, zwei Level raus. Und dann würde ich mich danach hier auf die Seite begeben. Und dann hier hinten im Altraktalgebirge. Hier unten bei Hilsbrunt, da die Ecke. Tarens Mühle. Da ist es doch hier. Tarens Mühle. Da vielleicht ein bisschen questen. Hoffen wir mal, dass wir da nicht allzu viele Allies haben. Also die uns dann auch nerven.
Und dann schauen wir mal, dass wir uns dann vielleicht Richtung Burg Schattenfang begeben. Ob ich das allerdings heute schaffe, alles kann ich nicht garantieren. Aber Burg Shadowfang wäre echt schon eine coole Sache. Aber vielleicht können wir da drüben auch schon dann ein paar Quests einsammeln. Machen wir heute einfach mal alles ein bisschen. Jedes Gebiet mal ein bisschen erkunden. Wird natürlich auch viel Lauferei. Kann ich jetzt schon sagen. Wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir waren jetzt zweimal HDW. Das hat gut gepusht. Mal gerade noch mal einen Schluck Cola eintrinken. So. Aber die Mucke ist einfach cool. Ich mag das. Das ist meine Lieblingsstadt. So wie sie ist. Der neue Orgrimmar gefällt mir gar nicht. Wir haben ein altes Orgrimmar kaputt gemacht. Oh, wir haben Buff bekommen. Also ich habe Buff bekommen. Segen des Kriegshäuptlings erhöht die Trefferpunkte um 300. Aua. Das ein Angriffstempo bei Nahkampfangriffen 15% und regeneriert 10 Mana alle 5 Sekunden. Das ist natürlich in meinem Level 300 Trefferpunkte, ist enorm. So. Segen des Kriegshäuptlings. Ja, das ist doch schön. Das ist nicht mehr geil. Ach du meine, was hier alles blitzt. So. Hi Fandice. Fall Kevin wieder unterwegs. Ja. Nur ich. WoW. Habe ich noch nie irgendwie gefailt. Andi kann es bestätigen. Naja, okay. Ich belüge mich gerade, glaube ich, gerade selber. Aber. Was mich an WoW Classic fasziniert, ist einfach. Natürlich ist es die Nostalgie. Einerseits. Muss man ganz klar so sagen. Also, es ist nicht unbedingt alles besser. Aber. Es ist halt. Ein paar Sachen gefallen mir dann tatsächlich wirklich besser. Muss ich sagen. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Reagenzienhändler war, glaube ich. In Kluft der Schatten. Muss ich jetzt trotzdem nochmal suchen. Also folgendermaßen, was mir auf jeden Fall besser gefällt, ist erstmal, dass es kein Gruppensuchtool gibt. Ganz einfach, weil es halt so ein bisschen, ja, jetzt auf englischen Server hier vielleicht hier nicht, aber weil das so ein bisschen die Kommunikation fördert, vielleicht Leute, man sich zusammenfindet, man vielleicht mehr schreibt miteinander. Heute ist ja so, man wird eingeladen, schreibt nicht mal Hallo. Dann einfach, weil man sich über jedes verdammte scheiß blaue Item freut. Oder selbst wenn es ein gutes grünes Item ist. Oder später im Endgame. Ein Epic ist halt wirklich was Besonderes. Und dieses Gefühl halt einfach, das macht halt einfach Laune. Also jeder, der Dark Souls kennt und Dark Souls mag, ich meine, ich will jetzt nicht WoW mit Dark Souls vergleichen. Aber da ist ja auch so das Gefühl, wenn man irgendwas erreicht oder bekommen hat, umso größer, weil es eben die Hürde ein bisschen schwerer ist oder aufwendiger. Und so ist das so ein bisschen bei mir auch mit Classic, dass ich halt schon nicht alles hinterhergeschmissen bekomme. Ja, und dann mag ich halt auch so diese Vergangenheit, klar, dieses Nostalgie, die alten Gebiete, die alten Quests, so Pre-Quests, alles, was dazugehört. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist der Reagenzienhändler? Wir können auch, glaube ich, keine Wache fragen hier. Habe ich mich schon probiert. Schattengrundreagenzien. Da sind sie. Ja, tatsächlich. Ich habe mir gedacht, irgendwo hier unten war das. Kraft und Ehre. Ja, das ist jetzt so, jetzt erstmal so das Gröbste, was mich auf jeden Fall in Classic interessiert. Also auch fasziniert. Ahornsamenkorn. Nachher brauchen wir sogar noch Besseres. Ich würde mal sagen, 5 Stück kaufen wir uns einfach mal. Ah, ne. 5 Stück sollten wir auf jeden Fall erstmal gut fahren. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gerade schauen.
Tipp, 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 tipp. Reagenzien haben wir, das haben wir. So, gehen wir mal wieder zum Flugreitmeister. Und dann fliege ich jetzt, fange ich mal mit dem Eschental an. Einmal in diese Richtung. Ja, ich finde heute WoW, muss ich auch ganz klar sagen, das heutige WoW ist halt sehr, auch sehr überlaufen in vielen Dingen. Was ja normal ist, weil das Spiel immer weiterentwickelt wurde. Aber hier ist es, finde ich, alles noch so ein bisschen übersichtlicher. Weil im WoW gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Mounts. Ich weiß nicht, ob es 200, 300, 600, vielleicht sogar 1000 Mounts mittlerweile gibt. Und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Überblick. Und hier hast du so eine Handvoll Mounts. Und das heißt nicht, dass du alle Mounts ganz schnell kriegen kannst, aber das ist halt einfach irgendwie was anderes. Oder wenn du halt hier mit einem, ich weiß nicht, okay, vielleicht jetzt auf dem Privatserver jetzt nicht, aber damals war es halt so, da hast du halt eine gute Waffe von einem Boss bekommen, ja, Raid-Boss. Und dann wurde es da irgendwie oft hier in Orkrimmar von irgendwelchen Leuten angeschrieben: Boah, wo hast du das her? Boah, wie geil, das ist ja toll, das tolle Teil. Und boah, boah, boah. So, das gibt es ja heute gar nicht mehr. So. Ja, und das fehlt mir so ein bisschen. Also jetzt nicht, klar, nicht, dass jetzt dauernd Leute kommen, boah, boah, boah schreien, aber ja. Man ist dann auch so ein bisschen stolz halt auf seinem Charakter, ne? Und ich finde, das ist es eigentlich so ein bisschen, was es ausmacht. So, war schon fast Level 23. Aber mit dem Buff will ich natürlich gerne, kann ich natürlich gerne hier kämpfen. So. Dö, dö. Fellfire Hill. So, na schauen. Also wir haben ja auf jeden Fall ein paar Quests. Satyrhörner. 16 Stück sollen wir sammeln. Hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht so gleich orange. Aber wir haben ja noch was anderes zum Abgeben. Jagd im Eschental. Und vielleicht zweimal, okay. Ah, stimmt, an der Post wollte ich noch ein paar Sachen. Schucken, aber wir haben zwei Sachen verkauft. Leinstoff. Ein Stack für 5 Silber. Und Mystikerschuhe. Das ist auf jeden Fall schön. Also 33 Silber. Boah. Schön für so ein paar grüne Stiefel. Die nehme ich natürlich gerne mit. So, jetzt weiß ich gar nicht. Vom Level her. Oh Gott. Hoffentlich gab es hier überhaupt noch Quests in meinem Level. Ich weiß, dass es auch ein paar Quests gab, aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wenn wir einfach mal kau gucken, mal kauken, ja genau. Wenn wir mal schauen, mal gucken. So, stimmt, ich habe ja eine neue Fähigkeit. Das war Schreddern, wo ich von hinten deutlich mehr Schaden zufüge. Ah, hier vorne sind wieder Quests. Das ist schön. So, hallo. Was braucht ihr? Gute Locke. Blaue Sachen. Ach, die Sägeblätter des,
Holzfällerseil, Öl und die Axt, eine Axtlieferung. Boah, das ist ja richtig toll. Also, schön geile Items. Wow. Das ist ja nice. Nachschub des Kriegs im Glas. Ist aber noch rot. Oh, okay. Wie geht's denn so, Mann? Neuen Kundschafter. Ist jetzt auch rot? Naja, die ist gelb. Okay, dann würden wir die Quests fangen. Machen wir jetzt einfach mal. Und ich bin mir auch sicher, ich glaube, ich weiß, wo die noch waren. Moment, kurz die Karte gucken. Ja, genau. Muss ich hier so ein bisschen rüberlaufen. Wen haben wir da? 25er Trollkrieger. Ich glaube, Eschenthal ist noch ein bisschen zu hoch. Und jetzt die eine Quest und wenn die anderen dann immer noch... Ich glaube, Satyrhörner ist, glaube ich, noch wirklich noch ein bisschen zu stark. Wenn ich danach gleich keine anderen Quests noch kriege in dem Levelbereich, dann werde ich erst doch ein anderes Gebiet nehmen. So. Gute Wolf da vorne. Tü-tü-tü-tü-tü. So, jetzt müssen wir hier irgendwo abbiegen und hier müssten jetzt eigentlich auch gerade Kundschafter kommen. Die Kundschafter, also ich buff mich mal gerade schon mal, das heißt, gib mir einmal Dorn und einmal einen Ball der Wildnis. Dann schauen wir mal, wir müssen jetzt hier ein bisschen gucken. Müssten eigentlich hier sein. Da ist ein Schleim gewesen. Boah. Boah, oh Gott. Okay, die hat mich jetzt erschrocken. Weil man hängt da so eine hässliche Spinne. Hätten es auf jeden Fall ein Kundschafter. Hey, was greift mich jetzt an? Kommst du nicht? Was? WTF? Level 30er? Hast du einen Mob? Hä? Ich muss mich heilen. Lass mich ja in Ruhe, ja? Begleiter von? Oh. Ach Mann. 8 Level über mir, rot. Hunter. Allianzler, anderer Spieler. Ah, super. Jetzt kann er stolz sein, dass er mich gekillt hat. Mit einigen Leveln über mir. Wenn wir es gleichwertig vom Level gewesen wäre, dann wäre das okay gewesen, aber. Mit 8 Level Vorsprung. Vor allen Dingen, ich denke so, was greift mich da an? Na gut, auf jeden Fall, ich merke jetzt schon, ich bin noch gar nicht wirklich im Gebiet angekommen, habe noch nicht die Quest angefangen und hier greift mich schon ein Allianzler an. Geht auf jeden Fall schon gut los. Dementsprechend, ja. Ist auf jeden Fall ziemlich fies gerade gewesen. Mal schauen, ich probiere es jetzt noch einmal. Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht zufällig wieder über den seine Arme laufe. Ist eine Truhe, okay. Jo. Wenn er mich jetzt nicht kennt, ich hoffe mal nicht. Ich denke mal, der ist zufällig einfach nur da vorbeigelaufen. Aber die Laufwege sind dann auch so richtig lang schon. Obwohl es noch geht, aber... Nee, 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 ey. Da ist man einmal in einem fremden Gebiet und zack, bumm, wird man zerlegt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hallo Freak, wunderschönen guten Abend. Ja, mir geht's soweit gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich wurde gerade hier nur ein bisschen zermöbelt von einem Überleverigen. Und hoffe mal, dass der mich jetzt nicht schon wieder hier abkämmt, dass er mich jetzt hier nicht abkämmt. Weil sonst kann ich die Quest nämlich
geradewegs abschminken. So, da vorne ist ein 26er Priest. Ich hoffe mal, dass der jetzt fair ist und nicht so... So, mich jetzt da nicht killt. Na komm her, blöder Kundschafter. So. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein Nachtelf-Priester, weiblich, irgendwie habe ich das Gefühl, die ist friedlich. So. Aber ist keine Garantie. Ich mache jetzt auf jeden Fall einen kleinen Bogen um die. Ich will jetzt nicht noch die Mobs vor der Nase klauen, das wird mir noch böse, weil die ist sogar 4 Level über mir. Und, ja. Und ich weiß nicht, wo der Hunter ist. So, hier finden nämlich theoretisch auch noch so ein paar Typen. Ist natürlich immer unsichtbar. Das heißt, wir haben schon 1 von 9 getötet. Tap, 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 tap. Wir haben übrigens ja eine Brust gefunden, sehe ich ja gerade. Ich habe es schon ganz vergessen. Aber die werde ich verkaufen, weil ich glaube, die... Ne, ich nehme lieber die Beweglichkeit mit. So, wo haben wir den Kundschafter? Hier sind noch Leute vom Kriegsfilm-Clan. Machen wir mal hier Bergbau an. Oder Kräuterkunde. So, ich glaube, hier hinter müssten auf jeden Fall wieder Kundschafter sein. Das Doof ist, die sieht man nicht, weil die halt, wie gesagt, im Stealth sind. Also unsichtbar. Oh, diese Schleimviecher hier. Da ist auch noch eine Leiche. Ist kein gutes Zeichen, dass da eine Leiche ist. Da hinten ist eine Kundschaft. Ah, geht doch. Wollte schon sagen. Er kann doch nicht sein, dass hier keine Kundschafter sind. Hä? Von was werde ich angegriffen? Ach, hinter mir ist auch noch ein Kundschafter gewesen. Oh. Irgendwie auch gleiche gestunt, der Verrückte. Na komm her. Boah, jetzt habe ich den Schleim. Den Schleim muss ich erst noch töten. Aber jetzt so. Komm her. Leg dich nicht mit einem Druiden an. Das wirst du bereuen. So, guten Abend. Hank 34. Willkommen im Stream. So, einmal kurz vollgeheilt. Jetzt looten wir mal hier den ganzen Krimskrams. So, die Spinne will ich jetzt nicht haben. Die soll ruhig weiter spinnen. Zap, zap, zap. Da vorne haben wir eine Kupferader. Oh, das ist schön. Die würde ich mir gerne holen. Eben einfach mal dahin. Vielleicht erwischen wir einen Kundschafter, der uns wieder von hinten angreift. Ich hoffe jetzt mal, dass hier kein anderer kommt und mich tötet. Die Musik einfach schön. Ist das da vorne ein Kraut? Ein Kraut sehe ich jetzt keine. Kräuter sehe ich jetzt keine. Ja, wir haben ja auch noch einen anderen Kollegen, der auch noch Kundschafter holt. Wir schauen jetzt einfach mal. Wir brauchen ja noch 6 Stück. Was ist da vorne? Nicht, dass da jetzt irgendwie ein Alle-Gebiet ist oder sowas. Ja, sieht nicht so aus. Hä? Ah, da ist einer. Ich bin schon gewundert, wo kommt der Debuff her? Ja, stun mich doch nicht gleich.
Runde. Aber der wird jetzt schon mal sterben. Oh, Seidenstoff. Das ist ja schon mal was Neues. Eine ganz neue Kategorie. Die ganzen Kisten hier. Keine Ahnung, wo die herkommen. Vielleicht ist da vorne noch eine Stelle. Faulender Schleim, okay. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Da ist das, da ist... Oh, da ist wieder so eine Spinne. Blödes Vieh. Kundschafter. Tap, tam, tam, tam. Okay. Ja gut, dann machen wir erstmal den Schleim hier, wenn er mich schon angreift. Ich glaube, der ist immun gegen zerfetzen, kann das sein? Ja, doch, nee, das macht den Schaden. So, wunderbar. Und gleich mal einen Hot raushauen. Na kommt, liebe Kundschafter, kommt. Warte mal, ich habe wieder einen Debuff drauf. Wo ist er denn? Ach, da bist du. Oh, gleich zwei gepult. Oh, die macht guten Schaden und stunnen mich hier gleich zweimal. Warte mal, ich muss hier gleich mal, ja, muss hier gleich aufpassen. Einmal kurz einen Heal raushauen. Oh, komm, der muss durch. Sehr schön. Gehen wir einmal in Gebärengestalt. Die Angriffskraft verringern. Guter Anfall. Stun. Und weghauen. Ja gut, die sind 23, 24, ne? Also, wir sind halt noch 22. Aber die machen echt nicht schlecht Schaden. Aber den sollten wir jetzt auf jeden Fall down kriegen. Ah! Ja komm, treff doch mal. Aber Leute, nicht das, was ich jetzt denke. Na komm. Oh nee, das ist mir zu risky. Ist auch keine Lust zu sterben hier. Mann. Wenn du 10-mal verfehlst. So. Okay, okay. Also wir haben... Brauchen wir jetzt noch 3? Mal wieder hier in die Richtung gehen. Ja, das ist wieder ein guter Schleim. Es sollte mir hier nicht so viele Mobs vom Rücken hinterherziehen. Wenn ich dann auf einmal 2 Kundschafter wie eben, dann kann ich die Flucht antreten. Wenn wir hier diese ästische Krankheit. Boah. Die ist ja mies. Oh, schön. Level up. Die ganzen Schredder-Anleitungen hier. Level 23. Das ist doch toll. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. So, machen wir nochmal hier einen Punkt rein, um die Bedrohung zu verbessern, in Bärengestalt und den Stealth zu verbessern. Hier greift da oben eine Spinne an. Da ist ein Kundschafter gewesen, den habe ich jetzt gesehen. Den werde ich mir jetzt krallen. Komm her, wo bist du denn? Ich will dich ins Visier kriegen. Ja, das ist ein scheiß Debuff, ne? Zeit zwischen Angriffen um 54% erhöht und Bewegungstempo um 25% verlangsamt. Das ist natürlich total spitze. So. Bisschen Geld wieder. Warum ist der jetzt da gestorben? Hat den Kundschafter gekillt?
Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Gehen wir mal dahin. Komm, wo bist du? Wo bist du? Mr. Kundschafter. Scheint wohl doch keiner zu sein. So. 2 noch. Wo sind die denn? Hier hätte ich eben die 2 gepult gehabt. Da, ich hab wieder irgendwas. Nicht gerade die schönste Quest, muss ich sagen. Boah, wie viel Schaden der macht, ey. So. Einen brauchen wir noch. Einmal nochmal Dornen raushauen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kräuter haben wir jetzt gerade hier keine. Leichnam von Cocky. Mal hier mit Tepp hier mal schauen. Den einen müssen wir doch noch finden können. So, hier geht's wieder in die Richtung zurück. Heißt ja nicht, dass hier keiner ist. Kundschafter, hier bin ich. Tam, tam, tam. Ist halt so ein dicker Bär. Vielleicht ist hier oben einer. Greifen wir mal den Schleimling an. So. Natürlich wieder so einen hässlichen Debuff drauf. Klibber, adriger Klibber. Verstehe. Alle Tropfen, wirklich echt eine Truhe hier. Ah, wenn ich die Gestalt wechsle, dann ist der Debuff weg. Stimmt. Sehe ich das jetzt? Ja, super. Sehr viele Vorteile. So, komm, einen Kundschafter noch. Ich will einen Kundschafter haben. Bis ich die Quest hier fertig krieg. Na, hier wird bestimmt keiner sein. Da ist das Lager. Werde ich mal hier so rumgehen. Du. Ach ja. Kundschafter. Hier bin ich. Na. Ja, den Schleim noch hier. So, eine gelöschte Fackel. So, mal schauen. Ja, ich denke mal, der wird jetzt gleich hier kommen.
Ah, da ist er doch schon. Ich bin gewundert. So. Dann kriegt er noch mehr Schaden. Jetzt hat er noch einen schönen Dot von mir drauf. Weg ist er. Schön. Okay, dann gehen wir jetzt wieder. Warte mal, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, hier gab es irgendwo noch so eine Patrouillenquest. Machen wir die nämlich noch mit. Gleich noch mit. Dafür muss ich in die Richtung. Ob wir die schaffen, ob ich die schaffe, weiß ich jetzt natürlich nicht. Naja, du kannst mich jetzt mal. Ich sollte mich zwischendurch heilen. Ich traue dem Braten nicht. Jetzt will er mich stören, nerven. Gib mal einen Bärengestell, kriege ich nicht ganz so viel Schaden. Und. Danke. Wieder verlangsamt. So, Map aufmachen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Außenposten von Silverring. Ich glaube, das war hier. Schildwache der Silberschwingen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich... Oder war das hier wirklich? Nee. Ich glaube, irgendwo war hier auf jeden Fall eine Quest. Die konnte man annehmen. Und wo man dann, glaube ich, jemanden angegriffen hat oder sowas. Vielleicht da unten an dem Außenposten da unten. Gehe ich jetzt da nochmal hin. Ein Eschentalbär. Dim, 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 dim. So. Brief an Jinsel. Chancellors Fässchen. Okay. Können wir noch die Quests mal gecheckt. Aber hier eine Quest gibt's nicht, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Nö, hier gibt's keine Quest. Das sieht auf jeden Fall schlecht aus. So, warte mal, ich gehe jetzt mal kurz hier runter am Anfang des Brachland. Mal gerade nochmal eine Quest an. Sind ja direkt hier. Mit so Berichten vom Kriegsfilm-Clan. Vielleicht schaltet das ja auch neue Quests frei. So, gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, der war mich hier oben, der Questgeber. Na, nicht runterfallen. Da ist er doch, ja. So, ja. Berichte des Kriegsfilm-Clans. Okay, schauen wir mal, was wir da hier machen müssen. Also, bringt die Berichte des Kriegsfilm-Clans, dem Speer des Kriegsfilm-Clans. Okay. Erster Halt sollte Außenposten in Richtung Küste sein.
Dann, wir müssen weiterhin beim Splitterholzposten im Norden. Okay. Und einmal Richtung Asara. An der Straße. Da fehlt da noch einer. Ja, kürzlich war ein paar Speeren nach Eschental versandt. Ja, werden wir schon finden. Mal hier die Bedienungsschredder-Anleitungen. Zwei Doppelte haben wir schon. Tü. Oh, gehen wir mal den guten Kundschafter. Mensch, Krieger, okay. Gehen wir mal die Quest für den Kundschafter abgeben. Oh, da ist ja auch wieder eine Quest. Stimmt, die war vorhin noch nicht freigeschaltet, sehe ich gerade. Und guten Abend an die neuen Zuschauer. Willkommen im Stream. Seid gegrüßt. So. Ja, das sind die. Ach schon, das sind die fehlenden Seiten. Aber das lasse ich jetzt erstmal gut sein. Weiß ich auf jeden Fall, dass hier die Quest ist. Mal schauen, vielleicht kriegen wir die sogar zusammen. So, die Quest geben wir jetzt da vorne erstmal ab. Warum ist denn das blau? Speer des Kriegsjungenclans. Ah, ja, wo ist das denn? Öffnen, rechts klicken. Berichte. Für die Bitte. Horde. Lebt wohl. Okay. Aktualisierter Bericht des Kriegsjungenclans. Null, also eine haben wir auf jeden Fall schon mal. So, 2000 Erfahrung. Das kann sich sehen lassen. Und dann würde ich sagen, jo, gehen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Richtung gehen soll. Richtung Ashara, sagte er mir, ne? Gehen wir mal zur Richtung Ashara zuerst. Eine Straße nach Osten. Warte mal, ihr müsst weiterhin beim Splitterholzposten im Norden. Ist das nicht der Splitterholzposten? Ja. Und an der Straße nach Osten, die nach Aschara führt. Ja gut, dann gehen wir auf jeden Fall mal an der Straße im Osten entlang. Und schauen mal. Irgendwo soll er ja sein. Ganz in Ruhe. Was haben wir denn hier Schönes noch? Aber ich bin mal gespannt, wenn ich das jetzt scannen kann, dann sind wir schon ein bisschen schneller. Erhöht das Bewegungstempo um 15% und eure Auswahlchance um 2%, wenn ihr in Katzengestalt seid. Das wäre natürlich nicht schlecht.
Oh, Level 27. Okay. Ich würde sagen, was ist der Wolf so groß? Der ist schon ein bisschen böse. Glaube ich. Das ist übrigens eine Lebenswurz, aber ich glaube, die kann ich noch nicht sammeln. Da ist ein Friedhof. Okay, also wenn wir sterben sollten, sind wir in der Nähe vom Friedhof. Hier sind auch Leichen. Ist gar nicht so gut. So, oh, Level 27er Dämon. Mal einen kleinen Bogen machen. Aber ich glaube, hier ist diese Quest mit diesen Sattelhörnern. Die müssen wir also theoretisch sogar killen, aber die sind jetzt einfach zu stark, finde ich noch, weil die Quest mache ich dann noch ein anderes Mal. Aber die Kupferader ist gar nicht so schlecht. Vielleicht kommen wir ja dran. Oh, das wird vielleicht nur muss ich auch nur einen killen. Ja, einen werde ich killen müssen, um da. Oh, da ist ja noch einer. Den habe ich schon gepult. Oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich das. Und ich heile mich gerade einmal gegen. So, einmal bitte Katzengestalt. Machen wir erstmal diesen komischen Elementar hier. Sollen wir ja ein bisschen Power machen. Power geben. Also schaffen tue ich es vielleicht schon, ja. So, ich muss einmal raus, mich kurz einmal hotten und heilen. Hier wieder Katzengestalt gehen. So, den jetzt noch einmal dort drücken. Ausgewichen, zweimal ausgewichen. Wieder ausgewichen. Ja, das ist vom Level geschuldet. Okay, jetzt haben wir es. Also ein Horn haben wir schon mal, wir brauchen 16 Stück, meine Güte. Das ist auf jeden Fall nicht wenig. So. Ja, auf jeden Fall mit vollem Leben gegen den kämpfen. Okay, ich glaube, ich werde die Milch mal wegschmeißen. Die taugt ja echt nichts mehr hier. Nee. Also, das ist mir viel zu langsam. So, dann bitte einmal Zorn. Beides widerstanden, ne? Das ist natürlich toll. Okay, dann. Erstmal den Bärwandler gerade ausschalten. So, dann bitte einmal hotten. So, einmal einen Dot drauf. Katzengestalt. Schön, der Dot ist drauf. So. Wollstoff. Noch nicht mal ein Horn getroppt. Kamera. Danke. So. Holen wir uns das Erz hier. 49. Bergbau Kunst. Schön sagen. Geht es doch durch. Okay. Wen haben wir denn da? Ach, ein Drollhunter. Okay, ich dachte schon, das ist der eine von vorhin. Aber der hatte ja auch ein anderes Pet, glaube ich, gehabt. Oh! Alter, Alter! Lass mich in Ruhe. Nein! Alter, 28! Oh, die haut gut rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Widerstanden. Oh nein! Lass mich in Ruhe! Wilddornlauerer. Oh, die ist zurückgelaufen. Boah, diese Spinne, ey. Ey, so eine fette Spinne, ey. Aus dem Stealth. Meine Güte. Also rot ist dann schon eine andere Geschichte. Geschafft.
Mann, ey. Verdammte Spinnen. Weil die Wilddornrose. Ich hoffe, da ist jetzt nicht wieder eine Spinne. Komm. Bitte nicht. Wenn die hier im Stealth sind, das ist ja richtig fies. Oh, das ist schön. Skillpunkt bekommen. Fritz-Distel und Wilddornrosen. Also eine nur, aber trotzdem. Dum, dum, dum. Okay, sind auf jeden Fall auch tote Spinnen. So, irgendwo muss ja dann auch der Typ ankommen gleich. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht dran vorbeigelaufen. Wenn ich den jetzt nicht finden sollte, dann gehe ich aber... Dann werde ich das ein anderes Mal probieren. Boah, ey, wo kommst du denn jetzt her? Ich bin auf der Straße gelaufen, verdammt. Lass mich ja in Ruhe, ja? Lass mich nicht an. Oh Gott. Diese Drecksviecher, ey. Hier ist echt keiner. Verdammt. Ich glaube, hier ist Eschental, ne? Südstrom. Umkämpftes Territorium. Fragezeichen. Hier mache ich einen Bogen. Und dann laufe ich jetzt zurück. Ne, weil ich... Das Ashara ist, glaube ich, 40er Gebiet. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, 14er Gebiet müsste das sein. 40er, 50er. Und da werden Mobs sein, die mich mit zwei Hits zerlegen, glaube ich. Da werde ich nicht weglaufen können, wie vor der hässlichen Spinne hier. Die jetzt bestimmt wieder auftaucht. Aber ich glaube, da ist er vielleicht sogar. Von einem Totenkopf-Druiden. Und dann hoffe ich mal, dass er mich in Ruhe lässt. Er ist im Stealth gegangen. Ich sehe schon kommen. Der wird mich von hinten mich umbringen. Ich habe die böse Vorahnung. Vielleicht habe ich ja Glück und er macht es nicht. Wo könnte das sein? Vielleicht ist dieser Typ ja auch hier. Hier ist ja das Holzfällerlager der Warsung. Vielleicht müssen wir hier diese Berichte abgeben. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. War da noch hier Grunzer? Schamanen. Sieht irgendwie nicht so aus. Aber wir können ja hier noch reingehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier ist. Warte mal. Hier. Dann gehen wir nochmal hier raus aus der Ecke. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier groß was war. Ich kann mich jetzt nicht dem so erinnern. Jo, ich würde jetzt auch sagen... Naja, hier ist ja nichts.
Gehen wir die Kräuter noch versuchen zu sammeln. Und dann werde ich gern Osten gehen Richtung Strand und dann werde ich das mal anders mal machen. Naja. Wenn ich hier runterkomme. Upsala, das war ganz schön tief. Oh mein Gott. Hoffentlich bin ich jetzt nicht so tief runtergefallen. Hier ist ein Beulengras. 100 Brombe dafür haben wir da fast schon. Tote Spinne, das ist gut. Was ist denn hier alles? Oh Gott, hier sind ja so viele Kräuter. Moment. Nutzen wir aus. Ist ziemlich gefährlich hier. Magus Königskraut. Nochmal, da ist noch Lebenswurzel. Die können wir aber auch nicht sammeln. Mal wissen, Lebenswurz. Ich will das mal wissen. Das Kraut, okay. Brauche ich gar nicht gucken. Gucken wir uns das Magus Königskraut noch. Wenn uns hier keine Spinne angreift. Also wenn mich hier jetzt keine Spinne nervt. Oh, nee. Lass mich ja in Ruhe, ja? Lass mich... Danke. So, jetzt mein Kraut. Schlaf schön weiter. Schlaf weiter, Matthierchen. Und tschüss. Oh, dieses fette Vieh. Lass mich doch in Ruhe. 2 Stück. Oh ne, ich glaube, das ist mein Tod. Wo kommst du denn her? Du warst doch gerade noch gar nicht... Dann ist die respawned oder so. Und hier ist jetzt... Kann man nicht hier irgendwie hoch? Oh mein Gott, ich muss mich heilen. Komm. Na komm. Na komm. Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Och Mann. Es geht. Es geht. Oh, die Spinne beißt mich immer noch. Jetzt hat die mich. Gleich. Da ist ein Ausgang. Ich sehe einen Ausgang. Achso, nee, das ist der gleiche Weg, wo ich hergekommen bin. Egal. Oh Mann, ich stelle mich hier auch mal an. Mensch! Ich komme nicht mehr weg. Lass mich hier in Ruhe. Oh, widerstanden. Sleep widerstanden. Komm, noch ein Heal, noch ein Heal, noch ein Heal, noch ein Heal. Auch ein Heal. So, noch ein Sleep. Also, danke, danke. Das ist jetzt die Chance, wegzukommen. So, und tschüss. Lass mich ja in Ruhe. Lass mich ja in Ruhe. Was brauchen wir denn dafür? 105. Oh Gott, das dauert noch. So. So wieder eine Wilddornrose. Ja, okay. Immer die Wassergestalt. Für was haben wir die? Hier unten ist auch keine Spinne, die mich nervt. Hier habe ich meine Ruhe. Nach oben komme ich sowieso jetzt gerade nicht. Ach nee. Aber weißt du was? Schnauze voll von dem Gebiet. Ein wunderschön. Ah, hallo Kasa LP, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Moin, moin. So. Ich gehe jetzt auf jeden Fall woanders hin. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin mich da irgendwie unten festgelaufen. Und ich gehe jetzt ins Steinkrallengebirge. Und hoffe da, dass ich da ein bisschen mehr Glück habe. Dafür möchte ich aber erst noch kurz nach Ratchet fliegen, weil da hatte ich noch eine Quest für Steinkrallengebirge. Und hier Ratchet. Bitte rüber. Hey, wanna go to SVK? Ist das nicht Schattenfang? Shadowfang Keep?
natürlich. Hallo. DD. Weil tanken, glaube ich, werde ich ihn noch nicht schaffen. Da würde ich jetzt quasi von Ratchet direkt nach Orgrimmar fliegen und einmal rübersausen. Dann machen wir gerade mal Schattenfang ohne Quests. Ja, super, dann mache ich das. Okay. Yes. So. Hallo? So, ich denke mal, ja, wir sind alle schon vielleicht unterwegs darüber. Dann machen wir jetzt spontane Instanz. Das ist aber was anderes. Als dieses Rumgelaufe da. Bin ich jetzt satt. Ach, WoW, das waren 6 schöne Jahre. Aber wenn ich wieder anfangen würde, dann nur BC war meiner Meinung nach das Beste. BC muss ich sagen. Habe ich auch sehr viel gezockt. BC war auch super. BC hat richtig Spaß gemacht. Ein tolles Add-on. Hat WoW, finde ich, meiner Meinung nach gut erweitert. Hat auch das PvP-System gut gebalanced, finde ich. Also von den Add-ons her finde ich das Beste. Aber ab WoTLK ist bei mir vorbei gewesen. Warum fliegt denn der jetzt erst nach Brach? Ach, der fliegt jetzt erst nach Crossroads, um dann nach Orgrimmar zu gehen. Okay. Sechs schöne Jahre. Ja, ich denke mal, BC-Server, also ich denke mal, wenn die WoW Classic-Server in die außeroffiziellen Server einschlagen werden und erfolgreich sein werden, da wird es vielleicht 3-4 Jahre später vielleicht WoW Classic offiziell, Burning Crusade offizielle Server geben. Vielleicht. Aber was ich schon gelesen habe, ist, dass einige große Privatserver, die jetzt aktuell ja Classic-Server betreiben, sobald der offizielle Server online geht von Blizzard, werden diese Server, wollen die halt auf Burning Crusade umstellen. Also quasi den gleichen Übergang machen, wie es damals halt zur Release von Burning Crusade war. Ich denke mal, dass man da wieder dann auch die Möglichkeit hat, wieder auf Burning Crusade dann umzusteigen. Aber in die Crusade habe ich eigentlich so am meisten Hardcore geradet. Mit um die First Kills gekämpft. Ich glaube, einmal hatten wir sogar einen First Kill. Oh, ich werde geportet. Das ist ja cool. Weiten Weg gespart. So. Guten Tag. Mal hier die Gruppe buffen. Die sind vom Level alle deutlich höher wie ich. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht, aber gut, die haben mich ja gefragt. Okay, der eine ist gleiches Level. Ja, natürlich nehme ich jede Quest, die ich gerne nehmen kann. Natürlich auch an. Die nehme ich auch an. Wow. Spitze. Thanks. Okay, jetzt geht es los. Let's go. Oh, die Mucke. Genial. Abgeben kann ich ja noch nichts. Nee. Ich bin DD, ne? Hier. Ich hoffe, das ist jetzt auch so. Klar, Krieger 24, okay. So, dann bitte einmal. Ich sag bloß nicht, ihr wisst, kennt ihr ihn hier gar nicht. Ja, wenn es nicht so ist, dann ist egal. Ja, Tanks sollte sie zumindest kennen. Hoffentlich. So. Jetzt
Können wir ja mal ein bisschen Schreddern spammen. Na, die Kamera. Oh Gott. So, von hinten werde ich jetzt ein bisschen mit Schreddern kämpfen. 100 macht die, wie viele Powerpunkte? 60 Energie. Die 40. Okay. So, na komm, wir sterben, mein Kumpel. Ja, der geht aber gut runter. Boah, 229er. Ja, das Schreddern kann haut schon ordentlich rein. So, da haben wir auf jeden Fall unseren düsteren Walk. Mit dem Akku gezogen. Und den Wolf. Ja, mit Kombo-Punkte aufbauen ist ja nicht viel, weil die einfach zu schnell sterben gehen. Das ist ja nicht so dramatisch. Donnern. Was ist jetzt drauf? Eine Verlangsamung wieder. Warte mal. Das können wir doch aufheben. Unser Trollkrieger. So. Der nächste, oh, guck mal, die sind vor Level 18. Ne? Habe ich nicht gedacht, dass die so niedrig sind vom Level. Oh, das geht ja. So. Lass uns mal den Tank mal hier schon pullen. Da gute Rotkralle da unten. Ich glaube, das ist der erste kleine Boss. Was ist eigentlich mit den Wölfen hier oben? Willst du nicht killen? Okay. Ready? Yo, I'm ready to fight. Ich hab den einen sogar noch gesleept hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich jetzt irgendwie, kann ich mich nicht bewegen. Ich glaube, ich kann aber Damage machen. Ja, das ist echt zu eng hier. Bäh. Das ist jetzt gar nichts. Ich hab jetzt einfach mal normal an. Meint ihr das Mond als Second Target, oder? Ich kenne das nochmal, Totenkopf und Kreuz. Okay. Okay, okay. Hallo Günther. Was jetzt? Ja, wie, was jetzt? Jo. Auf jeden Fall gibt er ein bisschen Gas. Verlassen. Na komm, knack die Tür auf. Schön. Okay, okay. Das hier ist nicht ungefährlich, die Ecke hier.
Ein ganzer Hof voller Gegner. Dip, 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 dip. Der gute verhexte Bedienstete. Magieschutz drauf. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nichts bulle. Okay, der ist auf jeden Fall tot. Und wir haben hier einmal Hosen. Nochmal Magie drauf. Oh. Schatz ausgeholt. Nee, der Fischstück greift den an. Gelöscht. Das ist ja noch einer. Gott sei Dank, Krieger. Okay. Da ist er tot. Die Quest da vorne. Warte mal. Oh, neue Schultern. Was haben wir denn aktuell an? Ausdauer lasse ich lieber als Wille. So ein Stoff, aber. Ich habe ja ganz gar keine. Da kommt der nächste. Na komm her. So, der ist auch schon mal Geschichte. Agile Stiefel mit 5 Beweglichkeiten. Nehmen wir mal, die Welt ist schlecht, weil Beweglichkeit nehme ich gerne mit. Nachher mal in Ruhe ausrüsten. So, Schattenedelstein. Kommt der nächste. Will ich das Schieb rausholen. Und nochmal ein 100er. Ein Dot hinterher. Bisschen Silber, bisschen dies, bisschen das.
Weil die sind jetzt schon fast. Wir sind schon Level 21, die sind schon ein bisschen stärker jetzt. Ich glaube, die Ini hatten eine sehr hohe Levelkurve hier. Ich glaube einfach, dass das so der Hauptfaktor ist in dieser Instanz. Es kommt wieder was. Nochmal verhexten Bediensteten. So, da haben wir wieder Handgelenke. Ja, solche haben wir doch schon, ne? Ja. Machen wir Gier. Ah, da ist noch einer so ein. Was haben wir in der Schlachtkammer hier? Schön essen. Also, wenn jemand Hunger hat. Wisst ihr Bescheid? Oh, was ist denn hier getroppt? Das kann ich Axt nicht irgendwann lernen? Aber egal, wir haben auf jeden Fall. Ne, Stärke bräuchte ich sowieso nicht. Ich glaube, die Axt. Ne, Quatsch. Gier. Ich habe sowieso einen Stab und ich glaube nicht, dass ein Druide was mit der Axt anfangen kann. Und Stärke sowieso nicht. So. Ein Umhang. Drei Ausdauer. Ach, da ist ja neuner. Voll übersehen. Mal zählen und gucken. Boah. Nee, Gier. Warte, looten wir den noch gerade hier? Graue Stoffschultern. Kommt jetzt wieder einer. Schön. So, Intelligenzarmschienen. Nee. Na, das brauche ich nicht. Vier Wollstoffe, das ist gut. So, Schattenedelstein. Na ja. Gut, jetzt kommt, glaube ich, der erste, ne, der zweite Boss. Das ist der Baron Silberlein. Welche Geister hier. Das hat der Wichtel gepult. Ich glaube, der ist auf aggressiv gestellt. Geht ein bisschen durch. So. Na komm her. Und einmal den Zepter des Barons. Jo. Aber damit kann ich nicht viel anfangen. Mama Gier. Ich kann den sonst noch looten. War nix, ist aber nichts drin. Gut, ab jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen schwerer.
hatte die nämlich auch ein bisschen schwerer in Erinnerung. So. Was Fragment? Ja, irgendwas? Questgegenstand? Wo? Warte, ich muss mich jetzt erstmal mit dir helfen. Warte mal, ich muss mal gerade gucken hier. Burg Schattenfang. Wir haben hier zwei Quests auf jeden Fall. Einmal das Buch von Ur und einmal Arugals Kopf. Das heißt also, der hat bestimmte Quests, die ich noch nicht hab. Egal, ich werde hier wahrscheinlich sowieso irgendwann nochmal reinlaufen. Und guten Abend an die neuen Zuschauer. Herzlich willkommen im Livestream und herzlich willkommen hier bei Burg Shadowfang. So, ja, Mana-Tank gerade der Heiler. Also Heiler-Tank gerade der Mana. Das Mana. Passt schon. So, go, go. Zack, zack. Dann glaube ich, da ist schon der nächste Boss. So, aber erstmal gerade noch die Ätz hier natürlich killen. Genau, so. Und nächstes Ätz. Oh, schön. Mit 237er Schreddern. So, Schulter mit 4 Ausdauer und 4 Willenskraft. Eine Ausdauer mehr, bisschen mehr. Braucht die jemand anders? Nein, dann würde ich sie nehmen. Ich nehme dann doch lieber ein bisschen mehr Ausdauer. Wenn es nur 1 ist. Das ist jetzt auch wieder Stoff gewesen, ne? Ne, das war sogar diesmal Leder. Ja, super, das lohnt sich auch noch erst recht. Weil ich habe ja noch so blöde Stoffschultern. Und dementsprechend passt das umso besser. Auf jeden Fall gut, dass ich Bedarf gemacht habe. Moment. Immer so eng hier. Lagene Gardist. Der wird an den Dot sterben. So, komm, wir sterben. Ein Schwammerl. So, da ist der nächste Boss. Habe ich eigentlich Waffs in Osten eigentlich noch drauf sein? 11 Minuten. Ich gebe mir jetzt auch mal gerade nochmal Dornen. Den Tank auch noch mit. So, First Target Totenkopf, Second Target Red. Kreuz. Okay. Katzengestalt, Stealth. Aber mal go hier. Was war jetzt hier so? Amok. Was? Totenkopf ist Zeichen ist weg. Geh ich auf dem Kreuz. So, wer hat von wem weniger Leben? Machen wir den hier. Passt, perfekt. So. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen sehr guten Heiler dabei mit 8 Level 28. Und ist ein dickes Schild für den Tank getroppt, da wird er sich erstmal richtig freuen. Würde ich mal sagen, GZ. Ich werde es nicht brauchen. Okay, aber er hat es vielleicht schon. Na gut. Gut, da können wir verkaufen. Bringt bestimmt ein paar Silberschen rein. Ein paar mehr Silberschen. So, mal weiter.
der nächste Boss war so eine Art Fledermaus-Boss. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also. Gute Klagen der Gardist. Sind die alle vom Level her relativ überschaubar, die Gegner? Ganz gut, dass ich jetzt schon was früher hier war. Oder bin. Also wirklich echt teilweise grüne Mobs. So, nächster. Aktuell sehe ich gerade. Die Zeit ist ja am Rennen. Okay. Nach dem Boss werde ich nochmal alles durchbuffen. Da stimmt, das war hier so ein. Ach nee. Der so ein. Da sind Fledermäuse und ich glaube, das ist der Odo, der Blindseher. Und das ist, glaube ich, droppt auch manchmal, glaube ich, ein Magierstab. Vielleicht ist es auch ein Stab für mich. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Fledermaus hier killen. So, ich glaube auch irgendwer viert von denen. Ich muss jetzt ein bisschen. Okay, jetzt haben wir nur noch den Blindseher. Jawohl, da ist noch eine. Kamera. Hat der heute. Ich habe den jetzt rausgeholt, verdammt. Na ja, komm, geht's auf den Odo. Du siehst hier auch so viel. Und was hat er? Einen Odos. Also Odos Leichstab. So, jetzt die Frage. Was haben wir denn hier? Wir, also der hat auf jeden Fall mehr weniger Ausdauer. Dafür mehr Wille. Hat der hier noch ein bisschen Int drauf. Boah, das ist schwer. Also die Stiefel machen wir auf jeden Fall Magier. Ich mache den Stab auch Magier, weil wir haben eigentlich einen relativ guten Stab. Und dann gewinne ich ihn trotzdem. Okay. Das wird mir vielleicht 50 Silber so bringen beim Händler. Schätze ich mal. Ist ja schon mal wieder Geld, das reinkommt. Das sind meine Taschenplätze. Wo ist noch Platz? Wieder von hinten, ey. So ein bisschen eng hier in der Wand. Wow! Wow! Stoff werde ich nicht. Da werde ich nicht Bedarf brauchen. Ist ja klar. Ist auch kein Wille drauf. Natürlich Gier. Ja, natürlich. Das Ding ist Wahnsinn. Also ich würde auch behaupten, man müsste locker bei 2 Gold oder vielleicht sogar 4 Gold mitmachen. Wenn du den Ding verkaufst. Vielleicht sogar noch mehr. Aber natürlich haben wir einen dabei. Einen Mage, der, wenn ich das richtig sehe, Bedarf hat. Nee, das ist unser Shami. Hä? Shami? Ja gut, wenn er heilt, kann ich Stoff schon verstehen. Geht's halt. Aber sonst hätte ich das jetzt nicht nachvollzogen. Wenn jetzt hier ein Mage Bedarf gehabt hätte, dann hätte er meiner Meinung nach passen müssen. Unser Magier hier. Sehen, was der eigentlich überhaupt anhat. Ja, die Mobs sind auf jeden Fall hier schon vom Level mal 3 Level höher wie vorher. Ich gucke jetzt einfach mal, was der gerade hat.
Bein, Bundhosen. Ja, Stärke, Beweglichkeit. Okay, das erklärt einiges. So. Oh, eine dicke Truhe. Ist leider verschlossen. Eine 1 von 100 gewürfelt. Ich kann die ja nicht aufmachen. Ich würfel aber jetzt immer trotzdem. Slash random. 17. Ist verschlossen. Oh, was ist denn jetzt hier alles? Jetzt droppt er jetzt ja ordentlich Zeug auch zum Anlegen. Das Ding würde richtig Geld geben, vor allem mit Level 18. Oh, das wird zimmern. Leider nicht gewonnen. Boah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Stimmt, hier in der Ecke bin ich schon mal öfters mit Gruppen gevibed. Öfters mal auf zu schnell viele Mobs pullt. Peel Legal, hallihallo, guten Abend und willkommen im Stream. So. Moment, Entschuldigung. Ich glaube, Phil heißt es, ne? Nicht Phil, sondern Phil. Okay. Müsste mal nächstes Mal meine Brille anziehen. So. Da oben haben wir wieder den Wutzahn. Naja, Tank macht das gut. Der zieht hier schön immer runter. So. Ja, komm her. Der Mutzahn, der Schattenfinger. Ich bin echt mal gespannt wegen dem Endboss. Ob wir das gut schaffen. Bis jetzt sieht es ja eigentlich relativ gut aus. Die Gruppe ist gar nicht so schlecht. Hey, was hat der jetzt gemacht? Pullen oder nicht pullen? Ach, der hat markiert. Ich verstehe. Schon gewundert. Okay. Dann go. Totenkopf im Visier nehmen. Ziemlich eng hier immer alles. So, und an die neuen Zuschauer, die hinzugekommen sind, einen wunderschönen Abend. Willkommen im Livestream hier. Im Burg Shadowfang. Ach, Kamera. Das ist immun gegen meine. Zerfetzen. Da muss so einer. Weil der alte Heiler hat keinen Mana mehr. Ich habe aber noch keinen Anregen. Ich muss jetzt selber auch ein bisschen mit auf den Tank gucken. Und noch geht's. Jetzt gleich wieder Mana. Aber das schafft er. Alles gut. Der gute Priest. Packt es. Meine Güte, was ein Gewusel hier.
Was ein Gewusel. Geh mal einen Schritt zurück. Oh, jetzt. Oh, warte, der andere ist ein Totenkopf. Ja, jetzt ist der andere auch schon fast tot. Das ist doch eklig hier. So, wunderbar. Und wieder einer weniger. Es kommt mit der Wutzahn. Ein Wutzahn. Froh, wenn ich aus der Ecke hier raus bin, das nervt. Das ist übrigens eine Truhe, die wir öffnen können. Wartet mal. Slash. Chest, warte mal. Chest. Slash random. Oh, 73, 73. So, einer fehlt noch. 91, okay, dann hat sich's erledigt. Ah, der hat nur nochmal gewürfelt. Warte. 76. Ja, normalerweise müsste es jetzt Iran kriegen. Ja, genau. So. Weil der nämlich noch nicht gewürfelt hatte. Oh, was hat er denn Schönes gefunden hier? Kann man auch gut verkaufen. Da kriegen wir bestimmt ein paar Silber ein. Golderz ist, glaube ich, auch viel wert. Ja, so Kleinkram halt noch dabei. Und einen dicken Heiltrank. Oh. Ja, ich lasse den Tank mal lieber vorlaufen. Trau dem Braten ja nicht so. Okay, Feen, wie heißt der? Fenrus, der Verschlinger. Ich glaube, das ist der vorletzte Boss von der Instanz. So. Ist ja ein Witz. Ist doch gar kein Boss. 5 Ausdauer. Nehmen wir noch so. Oh, woher kommen die denn jetzt alle her? Oh mein Gott. Aber wir haben ordentlich AOE-Schaden dabei. 5 Ausdauer. Ich nehme das. Super. Bis da auf das bisschen Beweglichkeit verzichte ich dann. Klar. Nehme ich auf jeden Fall mit. Warte, war ja nicht irgendwo das Buch? Ein Buch? Da vorne. Die gute Quest. Den wir noch looten. Auch noch mitnehmen. Schön. Hä? Was ist das denn? Sieht lustig aus. Dum,
So, auf geht's. Bisschen Gil, Silber, Gil. Zu viel Final Fantasy gespielt. Pottenkopf. Mond. Ah, doch, das ist ja auch noch ein Boss. Und der ist nicht ohne. Ich glaube, der war richtig heftig. Kann ich den nicht? Jawohl, schaffen wir schon. Ich will lieber einfach als Burst Damage hier. Komm. Einer muss sterben. Oh, jetzt den Hund. Komm, noch so einer. Dann erstmal die ohne Elite fertig machen. Okay, der wird auf jeden Fall weggefiert. Na komm. Sterben gehen. Kreuz. Oh, der Tank ist fast tot. Der Tank ist fast tot. Meine Maus. Wo ist meine Maus? Oh. Das jetzt gut war, heilende Berührung zu casten. So, einmal bitte den Stun rausholen und ab in die Katzengestalt. Ja, schnell hier. So. Der dicke Wolfmeister hier. So, geben wir den nochmal einen Heal. Ich weiß nicht von was, aber irgendwo kriege ich Damage. Ganz schön ordentlich. Dann ist das ja ein Gewusel. Wie kommen denn noch? Hey. Hier noch gerootet. Verdammt. Tank, 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 tank. Nein. Ich kann ihn nicht retzen. Ich kann nicht retzen. Kann ich retzen? Kann ich nicht retzen. Okay, er wurde geheilt. Ich habe den Tank nochmal ein Heil gegeben. Und er muss sterben gehen, Leute. Ich brauche Mana, verdammt. Ich brauche keinen Mana mehr. Ich brauche Mana. Ich kann mir meinen Stab zuhauen jetzt hier. Wow. Was ein Chaos. Und das Ding, glaube ich, brauche ich. So. Ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt zum Gucken. Machen wir mal Jägier hier. Aber ich kann nicht im Kampf retzen. Das war auf jeden Fall kein Battle-Retz, was ich da habe. Aber zumindest mal konnte ich es jetzt gerade nicht verwenden im Fight. Ich habe es probiert, aber vielleicht... Nee, vielleicht hat es auch keinen Mana. Das ist natürlich auch möglich. Ja. Gar nicht mal so ohne gerade gewesen. Ich buffe mal die Gruppe zwischenzeitlich. Ich muss mich auch selber erstmal noch ein bisschen Mana tanken. Buffen. So, mal der hat, nur den noch. Haben wir alles mit Dornen komplett hier voll. Muss ich mich auch noch selber noch mal buffen. So, noch mal ein Hot. Okay. Haben wir hier allerlei Zeug schon wieder gefunden gehabt.
Jo. Da ist der Endboss. Ich glaube, wir müssen auch, glaube ich, unten eine Mobgruppe. Ich kann doch nicht entfluchen, ne? So. Wunderbar, perfekt. Aber wir haben einen Mage dabei, der fluchen kann. Heiler sagt Mana. ...26 ist für mich orange. Die ersten Mobs haben mit grün angefangen. Deutlich ein Level hinter mir. Aber trinken tue ich gleich was. Okay, Erzmagier Arugal. So. Na komm. Auch ihr sollt dienen. So, einmal Feenfeuer und ab geht die Post. So, wir werden auf den natürlich nicht vollen Schaden machen können, weil er eben der Orange ist. Aber trotzdem, als Melee macht man schon gegen Mages relativ guten Schaden. Betäubt hier. Ah, super. Kann ich dem erstmal blöd hinterherlaufen? Entfesselt eure Wut. Hey, super! Bin ich gerade angekommen, jetzt habe ich mich verwandelt. Irgendwas greife ich hier an. Ich glaube, ich greife den Priest an. Ah, toll. Mann! Entfesselt eure Wut. Jetzt ist er wieder drüben. Entfesselt eure Wut. Der nervt. Komm, lass mich hoch. Aber jetzt gebe ich hier noch meinen Dot drauf. Jetzt kannst du sterben gehen. Uiuiui. Überzieht im Ziel 35 Feuerschaden. Na, leider haben wir keinen Schaden dafür dabei. Mal Magier. Und nimm uns den Kopf mit. Den ist fertig. Geschafft. Sehr schön. Ich nicht gedacht, dass ich heute noch ja Burg Shadowfang mache. Und ich würde auch sagen, nur noch zwei Level drüber sind, nochmal zwei Level machen oder vielleicht drei, dann könnte ich die irgendwie auch tanken. Werde ich das nächste Mal wahrscheinlich als Tank hier reingehen. Hier ist der. Hier ist das Buch. So, jetzt werde ich erstmal die Quests abgeben. Schauen, was wir dann kriegen. Wo müssen wir dann hin? Also einmal Grabmal und einmal Undercity. Machen wir das. Können hier runterspringen. Warte mal. So. Ich glaube, wenn ich hier rausspringe, muss ich aus der Innie rauskommen. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich hoffe, nicht sterben. Hä? Na warte, dann laufe ich jetzt mal ein bisschen außen. Porte ich mich jetzt nicht aus der Instanz? Normal kenne ich das so. Sehr komisch.
bin da noch in der Inni drinne, quasi, in Anführungszeichen. Das muss ich jetzt gerade nicht verstehen. Ich glaube, normalerweise sind hier unten auch Mobs, die sind jetzt gerade nicht da. Ich habe mich jetzt, glaube ich, ein bisschen aus der Gegend hier rausgeklitscht. Dann werde ich jetzt mal hier rüber gehen. Zum Ein- bzw. Ausgang. Wird ja dann sehen, was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier reingehe. So. So, jetzt bin ich draußen. Ja. Bin mich schon gewundert. Okay, dann würde ich sagen, ich würde jetzt von hier Richtung Tarensmühle gehen. Und würde dann von Tarensmühle nach Undercity fliegen. Dann haben wir schon mal den Flugpunkt. Dann habe ich den Flugpunkt unten schon mal freigeschaltet. Was auch immer, da schreit wie so verrückt da. Ich würde dann von Tarensmühle zum Grabmal fliegen und dann nach Undercity. So. Was ist das hier? Elitegebiet. Vielleicht finden wir auch das eine oder andere Kraut unterwegs. Hier ist schon eine Wilddornrose. So. BB und Sex. Komische Geräusche hier. Kenne ich gar nicht. Sind mir irgendwie fremd. Na, dann holen wir mal das Zeug hier ab. Boah, 3-3. Uiuiui. Das ist gut. Ich glaube, ich muss da lang. Dum. Die Blutheuler. Behüter von, wie heißt es? Mühlenbären. Gott. Komischer. Mühlenbären. Ja, stimmt, hier kommen jetzt gleich ein paar Mobs, die mich durchaus auch stören können. Mage ist da. Oh, widerstanden. Schön. So, da vorne haben wir eine Zinnader, die können wir aber, glaube ich, noch nicht abbauen, oder? Nein. Was sind da viele Mobs? Taschen müssen wir leider auch noch wieder entlernen. Bisschen was verkaufen. Und belebend bis noch zu Tarensmühle ankommen. Schaman. Ich glaube hier vorne oder da war das. Ne, ich glaube hier. Irgendwo vor dem Fluss. Level 21. Ja, das könnte mein Bereich sein.
Würde schon vorschlagen, dass ich hier demnächst dann weiter level. Dass ich dann doch das Steinkrallengebirge auslasse. Vorerst auch das Eschental auslasse. Und dass ich hier auf jeden Fall weiter leveln werde. Und danach wieder ins südliche Brachland mich zurückkämpfe. Oder zurückmelde. So, da vorne haben wir wieder eine Zinnader. Königsblut können wir auch nicht sammeln. Lass durch den Feind attackieren. Erhöht die kritische Trefferchance. Was haben wir da? Feenfeuer, Tiergestalt. Ich stecke hier auch nichts auf der Karte, ne? 25, 24. Okay, da haben wir schon ein Fragezeichen Krieger. Und ein blöder Berglöwe. Okay, der ist verhungert. Der ist nicht so blöd, wenn er mich angreift. Was greifst du denn auch mich hier an? Bin noch ein Artgenosse. So, würde ich sagen. Oder vorne. Priest, ein Hexer. Da hinten haben wir noch wieder ein Königsblut. Ja, die Kräuter sind natürlich jetzt hier vom schon deutlich höher. Hier gibt es natürlich, wie man jetzt gerade seht, ja noch die ein oder andere Wilddornrose. Oder das ein oder andere Kraut, was wir sammeln können, aber hier braucht man dann schon ein bisschen was Höheres. So, ich werde den jetzt auch gerade noch killen. Na, komm her. Oh, hier sind gleich zwei von denen. Jetzt muss ich aber aufpassen. Hier, warte mal. Mal bitte einen Stun und dann bitte einmal einen Sleep raushauen. Das ist wichtig. Oh, die unterbrechen auch immer so nervig. Und dann muss ich schnell einen killen. Damit der Healer mal durchgeht. So, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Na komm. Oh, da hilft mir. Entweder hilft er mir jetzt. Nein, der hilft mir. Dankeschön. Mögen eure Vorfahren über euch wachen. Ja, hier in der Nähe ist nämlich direkt das Ali-Lager. Also Allianz-Lager. Ja, mein Inventar ist eigentlich so gut wie voll. Ich lasse doch mal gut sein. Ich will jetzt auf jeden Fall die Wilddornrose haben. Es gibt nicht nur Alis, die einen direkt umnieten. Bei Level 32 war der. Ach, dieses Gefühl ist einfach total toll hier gerade. Ist zwar jetzt nicht sonderlich interessant hier, dieses Rumgelaufe und so, ne? Aber das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, ätzendes Wetter hier. Diesig regnerisch. Ist auch nicht schön. Ja, ich werde den Stream heute auch um 22 Uhr wahrscheinlich beenden. Ich werde langsam auch ein bisschen müde.
So. Ey, du blöder Bär, lass mich. Mach dich jetzt halt fertig, ey. So. Taste dafür, mein Freund. So, da vorne ist die Tarens Mühle. Mal bitte einmal den Flugpunkt hier holen. Sehr schön. Und dann fliegen wir auch sofort und auf der Stelle, obwohl, ne, ich verkaufe jetzt noch ein paar Sachen. Erster Händler, was ist das denn? Was hast du denn alles hier im Angebot? Auch mal interessant. Gut, retten wir mal gerade, verkaufen hier mal so ein bisschen Kleinkram, um mal ein bisschen Taschenplatz zu kreieren. Und, Moment, bitte die Tasche schließen, die öffnen. So, das. Seelen gebunden. Ich weiß gar nicht, Intelligenz, ne. Ne, stimmt, ich hatte ja Ausdauer, genau. Das hier verkaufen, das... Das hier verkaufen. Ja. Überall ein bisschen. In was zusammen? Aber die können wir so verticken. Ah ne, die brauchen wir ja, ne? Oder? Ja, stimmt, die brauchen wir. Ja, das Schild können wir so verticken, genau. Armschienen. Rücken. Stimmt, die können wir auch anziehen. Verkaufen. Ja stimmt, den hatten wir bekommen, obwohl ich den gar nicht unbedingt wollte. Ja, die verkaufe ich jetzt natürlich auch. Ich brauche ihn ja nicht. Ja, Armschienen und die Schultern legen wir mal da hoch. Das sind auf jeden Fall drei Teile, die wir anziehen können. Und dann haben wir noch die magere Wolfsflanke. Bleibt gut drauf! Warte, da haben wir noch ein Teil, was wir verkaufen können. Mal. Mal gerade die Sachen zu. Ah, ne, das passt schon. Ist okay. So, einmal Flugreitmeister bitte. Und dann ein Flug nach. Was benötigt ihr? Grabmal. Zum Grabmal. Genau. So. So, schmeißen wir mal ein paar Quests raus, die ich nicht mehr brauche. Also Ragefire-Abgrund kann schon mal raus. Dann haben wir hier noch den Kram. Stachel-Eberhauer. 0 von 30. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest überhaupt machen will. Ist bestimmt voll überfarmt da hinten. Nachschub des Kriegsfilm-Clans. Holzfälle, Axt, Sägeblätter, Axtlieferung. Wo waren das alles nochmal? Unsere Liefersägeblätter liegt bei Pixel. Am Splitterholzposten. Jemand muss nach Beuteburg reisen und eine Kiste mit Äxten. Okay. Öl und Seillieferung, da sieht es jedoch schwieriger aus. Die Vorbachs haben die Seile geraubt. Okay, ja gut. Kann mir etwa vorstellen, wo das sein könnte. Müssen wir mal schauen. Ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. Da vorne ist auf jeden Fall die Quest, die wir abgeben können. Ich gucke mal, vielleicht haben wir ja auch noch Quests für meinen Levelbereich. Hoffentlich
ist das wichtig. Grenzübergänge. Ich nehme jetzt einfach mal an und die kann ich immer wieder ablehnen. Grenzübergänge ging es auf jeden Fall nichts mehr für mich. Was ist? Wertbeweis, nimm auch mal mit an. Vertraut niemandem. Und dann bitte. Arugai muss sterben, bitte abgeben. So, und wir kriegen Stärke 3 und 8 Ausdauer. Stärke ist nicht so toll, aber 8 Ausdauer sind Bombe. Wow. Wo ist er denn, der gute Ring? Da. So, haben wir jetzt 838 Leben. Und jetzt haben wir 922 Leben. Ja, das kann sich sehen lassen. Ziehen wir auch das jetzt gerade nur noch an. Die Armschienen ziehe ich noch an. Und auch den Rücken ziehe ich noch an. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und dann die Quest haben wir angenommen. Was haben wir denn noch? Also Bändern Behrens List. Rabenklaue. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wo die sein könnten. Gucken wir, vielleicht haben wir hier unten noch was zum Annehmen. Nein. Laut Bericht verstecken sie sich an einem Ort, der als Behrens List bekannt ist. Ein genauer Stand unbekannt oder unbekannt. In der Höhle, in den Hügeln zu sein. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das sein kann. Es ist bestimmt hier unten so eine Höhle gewesen. Da kann ich mich nur dran erinnern. Und da unten ist auf jeden Fall sind auch Mobs. Und das gehört auch zu einer Quest. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn wir die Quest mal machen. Aber die würde ich dann erst auf das nächste Mal verschieben. Jetzt fliegen wir erstmal nach Under City. Raus mit der Sprache. Und geben auch da noch die andere Quest ab. So, ich werde die Quest nämlich jetzt da noch abgeben. Und dann werde ich danach auch dann den Stream beenden. Wie gesagt, ich bin ziemlich müde und platt. Ist ja auch gerade noch jetzt nur noch 2 Zuschauer da, bestimmt schon was länger, glaube ich. So. Mal gucken hier. Bericht des Kriegsumstands. Na, ist irgendwie nichts Besonderes hier. Oh, eine ganze Menge Kräuter hier. Kräuterkunde. 96er Skill. Dim. So, da sind wir schon fast da. Geben wir mal jetzt gleich hier. Hä? Can you help me? Can you? Sky Crusade? Hä? At War Ritz. Das verstehe ich jetzt nicht, was der sagt. TSC, was ist denn TSC? Ist das vielleicht eine Innie? Krieger? War? Ist das Scarlet Crusade? Vielleicht ist das eine Innie oder sowas.
Wissen wir, ich kann es jetzt auch nicht, ich werde jetzt auch nicht darauf antworten, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was er von mir möchte. So, Schuhe. Was haben wir denn hier? 4 Ausdauer, okay. 2 Int, Wille. 7 Ausdauer. Stärke halt. Okay, aber die 7 Ausdauer, die machen es halt, ne? Ist ein bisschen moderner. Mehr Rüstung. Ich zieh die mal an. Kann ich durchaus gebrauchen. So. Gehe ich mal hier hin. So, zap, 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 zap. Ein paar Sachen verkauft. Na, die Frage ist jetzt, würde ich sagen, fliege ich mal wieder zurück. Dann kann ich beim nächsten Mal nämlich direkt durchstarten. Warte, ne, ich gehe jetzt noch gerade zur Bank und schmeiße da noch das eine oder andere Zeug gerade rein. Fliege dann zurück und dann gehe ich in, ins Gasthaus, um da beim nächsten Mal richtig durchstarten zu können. So, also. Tam, 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 tam. Hallo, Herr Fledermausführer. Was ist? Ich hätte ganz gerne einen Flug wieder zum Grabmal. Tipp, 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 tipp. Ein bisschen hier aufräumen. Questgegenstände haben wir auch noch ein paar. Das tue ich jetzt mal wegschmeißen, denn ich jetzt schon so lange rumfliegen. Mal die ganzen Stoffe mal auf der Seite rein. Mal das darüber, das oder Ruhestand als erster Stelle, dann das, dann das. Dann mein Getränk, meine Buffs, das ist noch Questgegenstand. Leichte Federn. Ist halt so allerlei Zeug zum Verkaufen. Okay. So. So, Taschen sind so schön sortiert. So, dann sind wir auch schon da. Tam, tam, tam. Warte, die Quest, will ich noch wissen, was das ist? Ich bin ganz Ohr. Sieg für Sylvanas. Mal gucken, was das... Hügellands, Tarans Mühle. Okay, das lassen wir mal drin. Rezept für den Tod. Machen wir mal wieder raus. Ich glaube, das war mit Tarans Mühle die Quest. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier unten der... Ich denke mal schon, das ist der beruhigende Bereich. Das hier. Okay. Dann werde ich den Stream jetzt beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder weitergehen. Mit Stream, WoW-Stream. Allerdings wird nächste Woche bei mir etwas anders laufen. In der Woche. Ich werde wahrscheinlich, voraussichtlich werde ich entweder sehr spät anfangen. Ab 10 Uhr.
oder eben den Stream vormittags beziehungsweise mal mittags legen. Das hat einfach den Grund, da ich arbeiten gehe und mich von der Zeit das gar nicht machen kann. Und aber ist auch mal ein bisschen was anderes. Und ansonsten wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.